der sogenannte Stadtlandgraben, den sehe ich nicht so. Also mich manchmal wird auch mehr von den Medien geschürt und ich stelle auf beiden Seiten so eine mittlere Unzufriedenheit fest. Und klar ist es stets ein kleiner Verteilungskampf. Aber schlussendlich, wenn ich durch die letzten Jahre schaue, habe ich das Gefühl, es ist zu beiden Seiten geschaut worden. Und das hoffe ich auch, dass es in Zukunft so bleibt. Und wie gesagt, ich stelle auf beiden Seiten, beklagt man sich manchmal ein Stück weit. Und das ist eigentlich der beste Beweis, dass auch eine Ausgewogenheit da ist. Ich bin Mendiburg aufgewachsen und wohne seit über 10 Jahren in der Stadt Luzern. Die Stadt ist nach außen der Leuchtturm von unserem Kanton. Und ich wünschte mir, dass die ländliche Bevölkerung auch stolz ist auf ihre Hauptstadt und sieht, dass eine starke Stadt im Interesse des ganzen Kantons ist. Auf der anderen Seite macht die ländliche Kultur die Identität, den inneren Zusammenhalt des Kantons Luzern aus. Und ich vermisse manchmal in der Stadt eine wertschätzende Haltung gegenüber den ressourcenschwächeren Regionen. Ich denke, die Kombination von dieser weltoffenen Stadt und der eher traditionsverbundenen Landschaft macht unseren Kanton aus. Ja, der Graben zwischen Stadt und Land wird sicher immer grösser. Das merkt man auch die Strategie, die der Regierungsrat befolgt. Sie wollen zwei grosse Zentren, Sorsi und Luzern, und das spüren wir natürlich auf der Landschaft hinten. Gerade das aktuelles Beispiel ist die Ausrichtung des neuen Finanzausgleichs, wo natürlich die Stadt und die Agglo gefördert wird und wir hier hinten rein wieder blüten müssen. Wenn man das anstrebt, das grosse Luzern, das es geben sollte, wo nachher auch im Kantonsrat demzufolge die Mehrheit von diesen 120 Parlamentariern wären von dieser Stadt Luzern. Und das hat zur Folge, dass eigentlich die absolute Mehrheit Stadt Luzern und eigentlich auch die alleinherrschenden Stadt Luzern im Kanton Luzern wären. Und für das kann ich mich nicht einsetzen natürlich, und das wäre für uns zu hinten eine Katastrophe, weil dann hätten wir noch mehr Mühe, uns im Kanton, sprich im Kanton Luzern, sprich in der Stadt Luzern, uns können es behaupten. Ich sehe eigentlich die sogenannte Stadt-Land-Problematik ein bisschen differenzierter. Und zwar, weil man auch in der Agglomerationsgemeinde relativ wenig Verständnis hat zum Teil für die Probleme der Stadt. Dahinter steckt eine Mentalität. Man will die eigentlich eine attraktive Stadt haben, man will von dem profitieren. Aber man ist nicht bereit, der Stadt auch die entsprechenden Finanzen zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise, dass die 20 Millionen bei der Fusion von der Gemeinde Litau mit der Stadt Luzern nicht bewilligt worden sind, das hat man in der Stadt sehr stark empfunden, vor allem weil ja Litau eine relativ sehr finanzschwache Gemeinde ist. Zweitens ist, dass man zu wenig Verständnis für die Funktionen einer Stadt. Und zwar eine Stadt muss innovativ sein, kreativ sein. Das braucht einfach einen gewissen Handlungsspielraum. Und insgesamt, denke ich mich halt, im Kanton Luzern hat man stark als politische Strategie einfach die Finanz- und Steuerpolitik vor Augen und nicht eigentlich einen Platz Luzern, wo attraktive Bildungs- und Kulturdienstleistungen anbietet, vor dem Hintergrund eben auch attraktiv ist. Es ist so, es gibt verschiedene Bedürfnisse von den verschiedenen Regionen. Die Stadt hat andere Probleme als die Landschaft. Und manchmal fehlt schon das Verständnis von beiden Seiten und auch wahrscheinlich in allen Parteien, in allen Fraktionen. Dass die Stadt nicht so genau weiss, halt, was hat das Land für Bedürfnisse. Und von der Landschaft habe ich manchmal so ein Gefühl, hat man sehr das Gefühl, die Stadt befehle und die Stadt und die Agglo-Regierung und so. Und da gibt es manchmal so komische Retourkutschen, wie bei der ZHB zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, wenn man schon also die Motivation manchmal hat, dann das Gefühl, in der Stadt haben sie hier bremst. Und das finde ich falsch und sehr schade. Und so. Und da braucht es manchmal vielleicht mehr so ein bisschen Kantonspolitiker, auch Kantonsrätinnen und nicht ein bisschen weniger Gemeindevertreter und Regionalpolitiker.